Berliner Meisterschaften in den Altersklassen U15 und U18 sind für die Nachwuchs-Judoka aus der Hauptstadt enorm wichtig. Sicherlich geht es um Titel und Medaillen, doch die Meisterschaften sind vor allem ein erstes Kräftemessen. Sie sind eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und Neugelerntes anzuwenden und das auf einem beachtlichen Niveau. Ja, ich denke, wir haben hier heute in der U15 und dann U18 Berliner Meisterschaft relativ viele hochkarätige Kämpfe gesehen. Ganz, ganz viele von den jungen Jahrgängen haben sich echt gut in Szene gesetzt, haben starkes Judo gezeigt. Zum Beispiel in der 57-Kilogramm-Kategorie eine ganz junge Athletin mit Jasmin Kaiser hat sich durchgesetzt. Und in der 48 Lotte von Leupold auch einen ganz starken Kampf gemacht, einen ganz starken Wettkampftag gehabt. Freut man sich auch sehr, dass die jüngsten Athleten schon die Größeren, die Älteren jagen und somit das Niveau in Berlin sich in den letzten Jahren ganz, ganz gut gesteigert hat. Sowohl Jasmin Kaiser als auch Charlotte von Leupold gewannen die Titel in ihrem ersten Jahr in der U18-Klasse. Jasmin profitierte in einem engen Finale von einem Passivitätsschido für ihre Gegnerin. Charlotte wiederum setzte sich dank zweier Vasahari-Wertungen durch. Doch für beide ist klar, dieser Erfolg ist nur eine Zwischenstation. Ja, also ich denke, es ist schon ein schönes Gefühl, aber ich denke, es ist ja auch erstmal nur ein Zwischenschritt halt und die Qualifikation für die Nordostdeutsche Meisterschaft, dann halt für die Deutsche Meisterschaft. Ich würde sagen, ich war eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hätte jetzt nicht gleich damit gerechnet, im ersten Jahr U18 halt Erste zu werden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber und das ist halt ein Schritt jetzt zur Deutschen. Also jetzt kommt die NODEM und dann hoffe ich die Deutsche. Ähnlich sahen das Matteo Habermann und Bruno Scholz, während Matteo sich die Goldmedaille bei den U18-Athleten in der Klasse bis 81 Kilogramm sicherte, siegte Bruno bei den U15ern in der Klasse bis 60 Kilogramm. Das kann man wohl einen guten Start ins neue Jahr nennen. Für den ersten Wettkampf im neuen Jahr lief es recht gut. Ich habe alles durchsetzen können, meine Spezialtechnik besonders gut und bin sehr recht zufrieden. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also es gibt ja auch Tage, wo man nicht so gut drauf ist, aber heute war ein guter Tag. Sehr gut lief heute die Angriffseröffnung. Also ich habe gut den Start gefunden in den Kampf. Die vom Judoverband Berlin veranstalteten Meisterschaften demonstrierten, dass ausreichend Qualität im Nachwuchs vorhanden ist. Das lässt Vizepräsident Andreas Hertig optimistisch in die Zukunft blicken und das nicht nur kurzfristig. Sehr gutes Niveau, sehr hohes Niveau, sind alle Top-Athleten in Berlin, von Berlin am Start und ich bin guter Dinge. Ich habe sehr schöne Techniken gesehen, die Ponks gesehen. Ein ganz wichtiger Meilenstein, sich erstmal im eigenen Land durchzusetzen. Berlin zählt mit zu den starken Landesverbänden in Deutschland und wir hoffen, dass bei den nordostdeutschen Meisterschaften in der Gruppe bis hin zu den deutschen Meisterschaften dann Anfang März das Niveau nochmal gesteigert werden kann, um international oder national und dann später international mitmachen zu können. 247 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 38 Vereinen waren im Sportforum Hohenschönhausen angetreten. In jeder Gewichtsklasse qualifizierten sich die besten 5 für die nordostdeutschen Einzelmeisterschaften. Dort messen sich die Berliner dann mit den besten Judoka aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Doch für den ambitionierten Hauptstadt-Judo-Nachwuchs sollen auch die nordostdeutschen Einzelmeisterschaften nur ein weiterer Zwischentopf sein zu viel größeren Zielen.